kommt in Projekt Castaway. Ich habe hier ein bisschen weiter gebaut und ich glaube, heute würde ich gerne auf eine der anderen Inseln dann auch nochmal fahren wollen. Ich habe hier die Farming Plots angezeichnet, aber da sehe ich im Moment jetzt nicht so wirklich den Bedarf. Ich ernähre mich prima von Kokosnüssen und uns fehlt hier Scrap Metal. Das bekommen wir, glaube ich, wenn wir irgendwelche Dinge zerlegen, die wir, also so Müll, den du am Strand findest. Ansonsten, hier fehlen noch Metal Sheets, ja, die haben wir auch nicht mehr auf der Insel, außer es wurden welche angespült. Aber ansonsten ist soweit alles hergestellt, erstmal. Ich habe mir eine bessere Pickaxe gemacht, weil ich gerne auch dann mit Metall starten möchte. Und es gab ein großes, was heißt es gab ein großes, es gab ein Update. Sie haben geschrieben, unter anderem, es gibt neue Items, wo du Blueprints finden kannst. Und ich habe tatsächlich heute Nacht einen so einen Blueprint gefunden. Lass mal gucken, wo sich das befindet. Es müsste eigentlich hier sein, weil das war irgendwas von wegen Metal Sheet. Na, der Looter in mir hat das so schnell aufgesammelt, dass ich gar nicht richtig gucken konnte. Wilson Trophy Throne. Okay, das ist auf jeden Fall neu. Aber ich habe irgendwas von Metallregal gelesen. Vielleicht hier. Ah, hier, guck, da unter Blueprints. Okay, okay. Small Metal Shelf. Metal Scrap braucht das auch. Und Metal Sheet, was wir nicht haben. Und drei Metal Sheet sind eine Menge. Aber wir gucken mal, wie das ausschaut, wenn es offensichtlich an der Wand hängt. Nur mal so. Okay, ja, da könnte man zum Beispiel diese Teile ein bisschen schief. Da könnte man diese Teile drauf positionieren. Diese Schätze zum Beispiel, stelle ich mir so vor. Wenn wir irgendwann Metall gefunden haben. Ja, und es gibt eventuell noch einen zweiten Blueprint. Die erste, die ich gefunden habe, die war im Wasser. Deswegen war ich da unter anderem auch so schnell mit Looten. Weil ich mir dachte, oh, wenn die dann weg ist, ja. Und sie haben wohl auch etwas geändert, dass man bestimmte Items besser finden kann. Ja, deswegen laufe ich hier jetzt nochmal rum und gucke nochmal. Erstens, ob wir die zweite Blueprint finden. Die eine lag nämlich hier so irgendwie im Wasser. Und da habe ich gedacht, oh, wenn die wegschwimmt, oh, was ist dann der, ne? Ja, genau. Und für außerdem haben sie im Game mehr Dinge verteilt, also mehr Loot verteilt, insbesondere wohl fürs Endgame. Nur dafür müsste ich einen komplett neuen Spielstand anfangen und das will ich eigentlich nicht. Und ich wollte diese Sachen auch mal mitnehmen. Aber so sehe ich nichts. Also ich glaube, diese blaue... dieser blaue Blueprint war zumindest im Wasser auch jetzt nicht so wahnsinnig gut zu sehen, muss ich sagen. Hier unsere Fallen haben schon gut funktioniert. Es sieht ordentlich aufgeräumt aus. Das ist doch schon mal was, oder? Kann ich das da nicht reinlegen? Warum nicht? Warum kann ich das da nicht reinlegen? Ach komm. Ich leg's neben das Bett. So. Okay, also, lass uns nochmal losgehen. Und ich hatte auch gesehen, es war ein... Also, als ich Video geschnitten habe, habe ich gesehen, ich hatte irgendwie so ein goldenes Teil vergessen. Nee, das ist nichts. Ein goldenes Messer war das. Ja, angeblich soll das wohl im Wasser liegen. Das andere Blueprint. Aber ich laufe hier einfach nochmal alles ab. Und wenn ich was finde, hole ich euch wieder rein. Ja, weil... Warum solltet ihr die ganze Zeit mit mir hier rumlaufen? So, wir sind hier wieder bei diesem Pärchen. Und ich nehme jetzt nochmal den Energieriegel mit. Und hier dieses Messer mit Goldknauf. Die ist tot, ja, die ist tot. Guck mal, was ist das denn? Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Erinnert ihr euch? Ich habe gesagt, das nächste, was wir finden, ist wahrscheinlich so groß wie ein Fingerhut. Oder wie ein Fingerring? Naja.
Ja, okay, also. Boah, tote Spinne. Boah. Das müssen wir natürlich wegbringen. Also, das ist unser vierter Schatz. Nationalflagge. Die haben tatsächlich eine deutsche Flagge. Ah ja. Die brauchen wir nicht. Lustig, aber ich bin doch in Österreich. Naja, gut. Da ist unser. Ich glaube, wir fahren heute dahin. Müssen nur gucken, dass wir hier schnell wieder rauskommen. Ja, okay, das haben wir also gefunden. Ja, aber ansonsten hier bin ich jetzt noch einmal überall rumgelaufen. Ich glaube, hier komme ich wieder runter. Gehe nochmal auf der anderen Seite natürlich auch hoch. Übrigens dankbar, dass mich diesmal keine schwarze Witwe angefallen hat da oben. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt zu früh gefreut. Aber gut, den Ring bringen wir zurück hier. Blueprint habe ich nicht gefunden. Also ich habe den ganzen. Oh, nee, guck mal. Heieiei. Wo soll ich denn das hinlegen? Das geht, das mag er gar nicht. Ach, du lieber mir. Wo lege ich den denn hin? Den kann ich ja nirgendwo hinlegen. Kann ich den hier reinlegen? Nee, auch nicht. Super. Nee, den kann ich hier nirgendwo hinlegen. Ja, dann. Hier kann ich ihn hinlegen. Ja, da musst du also wirklich nah dran sein, damit du den findest. Ich weiß nicht, ob das irgendwie dann irgendeine Relevanz hat. Der beste Ort um ein, ist glaube ich ein Saphir, so wie es ausschaut. Ja. Okay, die andere Seite nochmal hoch. Da. Mal schauen, ob wir da was finden. Die Kaffeepflanze hier, die ist glaube ich auch neu gewachsen hier. Also das Gute an diesem Abholzen ist, dass man jetzt all diese Pflanzen sieht. Diese kleineren hier, Kakao, ich glaube, das ist Chili und das ist hier Aloe Vera. Ich sehe allerdings momentan, was das? Auch Aloe Vera. Na komm. Noch mehr Aloe. Ich sehe im Moment nicht so wirklich die Notwendigkeit, unbedingt irgendwie Nahrung anzubauen, ja. Ja gut, dann. Gehen wir hier drüben noch mal hin. Guck mal, hier ist auch noch so eine kleine Plattform. Das sieht man jetzt auch alles besser, nachdem ich hier abgeholzt habe. Was? Kleiner Stock. Was haben wir hier? Kakao. Ja, aber hier ist sonst nichts weiter. Jetzt kommen wir in den Bereich, den ich noch nicht abgeholzt habe. Was haben wir hier? Hawaiian Blueberry Plant. Okay. Also es wird schon so sein. Ich will dann irgendwann diese Pflanzen natürlich auch alle anbauen und ausprobieren. Das ist auf jeden Fall klar. Da haben wir Chili. Ich habe auch schon irgendwo mal Lavendel gesehen. Also wenn ihr irgendwie mal so Sachen seht, das kann ja ganz gut sein, dass man hier. Also, dass ich hier, wenn ich etwas aufnehme, etwas übersehe. Ach so, apropos übersehen. Wo habe ich denn das Messer? Da. Goldknife. Okay, also goldenes Messer. Das muss ja dann so ziemlich das Beste sein. Im Spiel. Und was mache ich mit einem Goldknife? Was ist hier? Das kann ich abbauen. Da kriege ich Leder. Leder ist natürlich gut, weil Leder ist ziemlich rar. Kann ich damit zum Beispiel was machen? Nee. Kann ich das eigentlich kaputt machen? Nee. Also wenn man was kaputt machen kann, lässt die Haltbarkeit da, diese 100% würde dann runtergehen. Zinn. Wir nehmen schon mal, ja, Zinn ist es auf Deutsch, ne? Zinn mit. Deswegen habe ich hier extra die Granit-Pickaxe gemacht. Bisschen Zinn schon mal einpacken, damit wir dann in, sozusagen ins
Bronzezeitalter aufsteigen können hier. Gut, und ist das? Ja, das ist Kupfer. Ja, das ist nett, dass sie die so nebeneinander aufgestellt haben. Ja, das reicht dann auch. Ja, siehst du schon keinen Platz mehr, ja. So, jetzt geht das so. Das weiß ich schon. Wir haben hier diese drei Dinger, diese drei Fächer. Und man macht das folgendermaßen. Das hier ist Kupfer. Das ist Zinn. Zuerst mal Zinn rein in diesen grünen Ring. Und dann da sozusagen darüber das Kupfer legen. Auch in den grünen Ring. Ich glaube, da habe ich nicht den Ring getroffen. Ja, genau. So, man muss nämlich wirklich diesen. Okay. Jetzt. Man muss das genau reinlegen. Also wenn das nur so drauf liegt, dann funktioniert das nicht. 8 Minuten. Das ging jetzt schnell. Ich wollte schon so dauerhaft gedrückt halten, aber ging auch so. Add Copper. Jetzt habe ich da schon Tin. Ja, dann warten wir da noch mal drauf, dass das schon fertig. Bronzebarren. Oh, das waren die schnellsten 8 Minuten meines Lebens, glaube ich. Ich glaube eigentlich, die würden perfekt hier reinpassen. Das probieren wir zumindest mal aus. Ja, guck mal, die passen da wirklich schön rein. Dreh dich mal. Ja, das ist perfekt. Das ist gut. Wir gucken mal, was wir schon aus Kupfer bauen können. Aus Bronze. Wir gucken mal, was wir schon aus Bronze bauen können. Nichts. Nichts. Das heißt, hier ganz hinten können wir sehen, was unser Level ist. Stamina Level 8. Building coming soon. Crafting Level 3. Harvesting Level 1. Mining Level 4. Crafting ist das, ne? Also das müsste Crafting sein. Das heißt, wir müssen irgendwie mehr craften, damit wir Bronze machen können. Na gut, okay. Es ist, wie es ist. Ja, ich werde hier jetzt noch ein bisschen Bronze herstellen und sehe euch dann. Ich habe gerade festgestellt, mein Goldmesser hier, das macht die Arbeit sehr viel einfacher. Damit geht es wirklich viel schneller und ich kann mir jetzt irgendwas aus Bronze machen, also zum Beispiel einen Bronzespeer. Und das möchte ich noch machen und dann fahren wir los. Das ist schon mal gut. Natürlich, ich hoffe, man kann das auch wieder zerlegen und wieder zusammenbauen. Und hat dann das perfekte, tolle Supermesser hier. Gut. Bronzespeer, bitte. Stell mir einen Bronzespeer her. Das ist mein Bronzespeer. Den anderen stellen wir hier ab. Nicht das Messer. Also, so ein Messer scheint hier so eine Art Universalwaffe zu sein. Also, wir haben das Messer. Wir haben den Bronzespeer. Bronzespeer. Messer. Und Pickaxe. Häng die mal auf und nimm die Granitaxt mit. So. Dann fahren wir los. So, das müsste gehen, dass ich das da einfach dahin schiebe. Eventuell schon mal ein bisschen drehen. Und auf geht's. Achso, Segel setzen. Und gleich mal darüber steuern. Und zwar wollen wir dahin. Was ich mich frage, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so diesen Kurs eingestellt habe, ja, kann ich jetzt hier einfach loslassen und der fährt trotzdem. Achso, das war meine Matte. Fährt trotzdem in die richtige Richtung. Perfekt. Ich könnte mal, kann ich sogar schlafen? Wake-up. Ich könnte sogar schlafen, während wir darüber fahren. Das ist doch klasse. Und vor allen Dingen könnte ich speichern. Das heißt, wir können hier durchaus rumlaufen auf unserem. Boah, es gibt wieder hier ordentlich Wellen. Mein Gott, da musst du ja aufpassen, dass du nicht seekrank wirst hier. Ja, Wahnsinn. Wir können hier auf jeden Fall mal rumlaufen. Können hier zum Beispiel gucken, ob wir irgendwie in der richtigen Richtung unterwegs sind. Wow, ganz schöner Wellengang. Halleluja. Wenn das Boot größer wäre,
Könnte man hier irgendwas anderes durchmachen? Habt ihr mal Raft gespielt? Ah, das ist schon ein tolles Spiel auch, ne? Aber natürlich nicht vergleichbar, also wirklich nicht vom Inhalt her vergleichbar oder mit dem, wie man hier im Floß baut. Also ich glaube zum Beispiel vielleicht, dass du manche Sachen brauchst, eher Nahrung oder so, wenn du auf Hardcore-Modus spielst. Das hier ist jetzt Standard. Ich spiele eigentlich nie ein Spiel, wenn ich das erste Mal spiele im Hardcore-Modus. Man muss es sich ja nicht unnötig schwer machen, ne? Bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Die Insel ist natürlich schon wesentlich größer. Jo, wir sind da. Ich bin gespannt, was uns hier jetzt erwartet, ob wir hier irgendwelche Dinge finden oder nicht. Also das ist mir erstmal so das primäre Ziel. Natürlich einmal klar umgucken auf dieser Insel. Okay, wir sind angelegt. Gut, dann hol die Segel ein. Hol die Segel ein. Ja. Wir schieben noch mal ein bisschen von hinten. Wahrscheinlich kommt gleich wieder von irgendwo ein Hai oder so. Mal Pech haben. Na komm, schieb noch mal ein bisschen. Na gut, geht nicht weiter. Na gut, dann muss es so gehen. Irgendwelche Leoparden? Sieht nicht so aus. Wir haben hier ziemlich viel Loot, so mal auf den ersten Blick. Sticks sind super. Stoff nehme ich nicht mehr mit. So, was haben wir hier? Das ist Gold. Glänzt so schön im Regen. Pilze. Mehr Sticks. Ah, schon voll. Turtles. Da sah ich was Blaues. Jawohl. Alte Blaupause. Oasengewürz. Na, danke. Ich will mal ganz kurz gucken. Was brauche ich, wenn ich so einen Stickbehälter aufsetze auf meinem Boot? Den Sticks. Okay. Macht für mich absolut Sinn. Das waren die 10 Sticks, die ich gefunden hatte. Aber das macht trotzdem Sinn. Die müssten auch mit hier die Metallplatten. Und was haben wir hier? Zumindest haben wir hier schon mal was gefunden, ja? Also. Wir gucken uns einfach mal um und hoffen, Dinge zu finden. Vielleicht wird das Wetter ja noch mal besser, dass das Meer nicht so aufgewühlt ist. Es sieht nicht so aus, als wenn es hier einen Leoparden geben würde. Was ist das? Ah, eine große Muschel. Schön, aber erstmal im. Oh, guck, guck, guck. Blaupause. Okay, das ist die Insel der Gewürze hier. Ozeanisches Gewürz. Also soll ich mich jetzt darüber freuen, dass ich Rezepte für Gewürze finde? Was sind eure Erfahrungen? Braucht man diese Gewürzgeschichten unbedingt? Falls ihr schon Erfahrung damit habt, natürlich. Was haben wir hier? Piratenflagge. Ja, nee, das brauche ich nicht. Ich bin kein Pirat. Noch eine Piratenflagge. Okay, keine Sticks mehr. Oh! Es liegt da was? Nee, es sah nur so aus. Ich bin jetzt ja immer versucht zu denken, da liegt was, aber nein. Wisst ihr, was mir passiert ist? Wir hatten doch diese große antike Laterne gefunden und ich wollte die bei mir irgendwie auf den Boden stellen und die ist die hat sich weggebeamt. Ja, ich hoffe, man braucht diese Sachen nicht für irgendwas. Kann man da hochgehen? Ja, kann man. Aber macht das Sinn? Naja.
Wer weiß, was die Entwickler sich hier einfallen lassen. Also diesen Ring hat man ja wirklich nur gesehen in dem Moment, wo man eigentlich mit der Maus drauf gezeigt hat, ja. Das war natürlich schon. Das Zeug kann man nicht entfernen. Nee. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier. Also wenn ich gleich in den Tod springe. Ja, hier ist Schluss. Irgendwie. Ich hätte mal speichern sollen. Aha. Ich glaube, ich versuche hier zurückzugehen. Oder bin ich hier hochgekommen? Kann schon sein, ne? Oh ja, ich glaube schon. Nee, ich bin vom Strand hochgekommen. Ja, Also es gibt hier Materialien, das ist in Ordnung. Kupfer. Hier drunter eine Kiste. Ah ja, das Rope nehme ich mit. Oh, noch eine. Und wer hat Seagull Hatchet? Also eine bessere Falle und nee, ein Pilz. Okay. War da noch was? Nee. Upsi. Ja, wobei die einfache. Guck mal hier. Noch eine Blaupause. Crabspear, ein Krabbenspeer. Was denn das? Wo war das? Nee, hier war das, ne? Nee. Nee. Doch hier war das. Blueprints. Ja, diese Gewürzgeschichten haben wir gefunden. Verbessert das Fleisch. Ja. Krabbenspeer. Mit drei Zacken oder so. Oder zwei Zacken. Mit Krabben. Okay. Aber Crafting Level 6. Und wir sind jetzt Crafting Level 5. Also gar nicht so weit entfernt. Interessant. Ja, ich glaube, das war's hier, ne? So irgendwie. Da sind wir einmal komplett rübergegangen, wo wir, glaube ich, noch nicht waren. War da unten so drin. Hier gibt es zumindest gibt's hier keine Spinnen. Irgendwelche versteckten Artefakte. Keine Notizen. Keine Flaschenpost. Also ich frage mich langsam, ob das so richtig ist. Aber auch keine Spinnen mehr. Ist okay. Kann ich mitleben? Ich habe die Insel hier jetzt irgendwie so weitestgehend abgesucht, denke ich. Hab nichts Neues mehr gefunden. Ich habe die ganzen Metallplatten zusammengetragen und habe, weil sie da drin nicht liegen wollten, einfach diese Dinger hier aufgebaut. Und da sind jetzt die Metallplatten drin. Und dann hoffe ich, dass ich das zu Hause wieder abbauen kann und habe diese ganzen Metallplatten von der Insel. Hab noch ein paar Sticks geerntet und habe mein Boot erweitert. Das ist jetzt vier breit. Mein Raft ist jetzt vier breit. Also das war so das Maximum, was ich hier auf dieser Insel machen konnte. Und jetzt mache ich mich auf den Heimweg. Ich würde sagen, das war so mittelerfolgreich hier. Immerhin haben wir ein paar Sachen hier mitnehmen können. Haben ein paar Blaupausen gefunden. Und haben die Insel einfach auch erkundet. Genau. Und jetzt geht's nach Hause. Aber halt erstmal Segel setzen. Ich habe noch ein zusätzliches Segel gebaut. Ob das wirklich schneller ist, dann weiß ich nicht. Aber ja, glaube, das ist unsere Insel. Und wenn nicht, dann werden wir die nächste Insel erkunden. Bevor wir den Heimweg antreten. Ich sehe euch im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.